So, da bin ich wieder. Mit dem Herrn Icarus. Auf dem Arm. Der Armleuchter. Nein. So. Wir haben jetzt da das Auge geholt von Zyklopen. Und machen uns auf den Weg zur Ostküste, ne? Die Neuankömmliche zu rauben, berauben. Oder was auch immer. Mörgeln. So. Wir sind hier. Wo ist Ost, wo ist West? Hier ist West, hier ist Ost, ne? Aber wo ist die Quest? Das ist die Frage. Warte mal. Vielleicht die Karte. Verfolgen. Okay. So, aber wir sind in den letzten Folgen ja aufgestiegen. Das heißt, Fähigkeiten skillen. So, was haben wir denn? Zerbricht kleine Schilde und richtet 150% Kriegerschaden an. Okay. Aber ich finde die Zweig von Attentäter echt smoothie und cool irgendwie, ne? Ein grüner Lichtblitz. Okay. Klingt nämlich sehr gut auch zum Abhauen. Okay, das kann man nochmals killen, oder? Nicht? Was haben wir denn hier noch? Okay, das klingt auch gut. Kann man das kombinieren? Vielleicht? Eieieiei. Kann man die nächsten ab Level 10? Level 10 kriegen wir die neuen Skills. 10, Level 16 und Level 9. 23. Okay. Einmal. Das heißt, dass wir haben 23 Punkte zu verteilen. Das müssen wir uns einteilen auch. Die gesunde Mischung macht's, ne? Fähigkeiten zurücksetzen kann man auch. Okay, das ist immer ein Vorteil, ne? Was ist denn das da? Ja, ich will das Gift braucht man nicht. Das ist schwierig, ne? Oder machen wir jeweils mal zwei Sachen. Ist ja ziemlich cool, ne? Zeit braucht man halt verlangsamen. Betäubungspfeile. Ja, ich würde den nehmen, ne? Richtigen Pfeil. Den Klatsch macht noch Y. Ja. Achso, Rüstungsschaden. Rüstung, was haben wir da? Stufe 7 haben wir hier nichts. Ist ja auch nichts. 7, nein. Nope. Nein. Nö. Pferd, nö. Sagt auch nö. So, einen 7er Bow haben wir da. Siehst du. Sieht schon besser aus als der andere. Oder? Ja, auf jeden Fall. Den haben wir weg. Kriegerschaden. So, Schwertchen. Plus 6. Ihr könnt das ja eigentlich wieder upgraden. Stäbe. Beutel. Obsidian, Dian, Auge. Da haben wir wieder auch Zeug. So, haben wir das jetzt auch. So, Quest.
Quest ist. So, so, so. Das verfolgen wir jetzt, das Ziel. Und los geht's. Wo ist unser Pferd? Straße. Und Ziel. Auf, auf. Sehr praktisch. Ja. Wir können noch ein Stückchen. Da vorne. Hört schon kritisch aus. Warte mal. Bis in der Nähe des Ziels drücke. Da sind Sie und das verlassene Haus. Okay. Hinten habe ich. Warte mal. Wir sind hier, ne? Hier ist gar nichts, ne? Nein? Okay. Sind das wirklich alle jetzt? Wollen wir nachschauen? So. Verbessertes, verlassenes Haus. Die haben wir auch schon mal gelinkt, ne? Kommt mir vor. Ich weiß es nicht. So. Und los geht's. Okay. Wir gehen von oben lang. So. Tschüss, tschüss. So, absteigen. Fisch. Okay. Ich sehe den leider nicht. Ah, hier. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. So. Na komm her. Eins, zwei, drei, schicke, schicke Schweine. Irgendwer oder irgendwas war definitiv hier. Ja, ich. Hier, schau. Zack. Mitten im Arsch rein, so. Ja. Zu weit weg. Verdammt. Gegner markieren? Ja, ja. Ah, komm schon. Ich hab doch was gehört. Ja, ja, komm her mal. Komm darauf. Gibt's Geschenke. So. Ja, komm her da. Der Attentat hat nicht so richtig gut getan, ne? Das hey, hey, ganz ruhig. So. Jetzt bleibt nur mehr einer, ne? So. Bist denn du ferner? Na? Na, sauber. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Ich bin nur... Was ist denn das hier, Psycho? Das gehört einfach dazu.
Dann bist du genau die Söldnerin, nach der ich suche. Pussy, Pussy. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für den Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster, der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist. Was denn? Was da? Wenn du mir folgen würdest, Cassandra? What? Wir haben uns nicht vorgestellt. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Ithaka ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Oh, und Söldnerin? Versag nicht. Hm? Na toll. Schicke Gäste, wirklich wahr. So. Penelopes Totentuch. Das befindet sich da oben, ne? Super. Und ein Scheiß in den nächsten Scheiß rein, ne? Man hat's nicht leicht, ne? Erst wieder dorthin, ne? Da waren wir schon. Ja. Vielleicht müssen wir es wieder aufmischen, die Leute. Man weiß es nicht, ne? So. Unterwegs zum Haus von Odysseus auf einem winzigen Boot. Ja, das können wir schon. Wir versuchen, Poseidon nicht zu verärgern. Ich denke nicht, dass das Boot den Wellen standhält. Doch, doch. Es geht schon. Wir sind schon da. Schau, Cassandra. Dürfte mal nichts sein da oben. Da haben wir schon richtig aufgemischt, ne? So, Ikarus. Verarsch mich nicht. Schau dir das an, jetzt sind sie wieder da. Unglaublich. Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Schieben wir da gleich so rein oder so? Ich weiß nicht, ne? Dass es ein bisschen flotter geht. Ja, komm, scheiß drauf, rein da. So. Die killen wir alle noch und dann geht's gut. Ja.
Hoppala. Versäumt. Doch hier im Schnürchen, ne? So. Suchen. Hey, der lebt noch. Hallo? Ach, der hört schon mehr aus jetzt, ne? Fackel auf ihm, ne? Penelopes Tuch. In Fleisch und Blut. Oder in Stoff. Penelope. Oh. Gibt's wieder Loot? Tut gut. Na. So. Haben wir da noch was zum Erledigen? So. Hier sind deine Wölfe. Kleiner Rudel. Soweit alles gut, ne? Dann haben wir wieder ab, ne? Und tschüss. Ding. So. Ja, es läuft, ja, es läuft, es läuft. Ja, es ist ein bisschen überlebert, kommt mir vor. Ist doch ein bisschen zu leicht war schon, das Ganze. Aber was soll's. Und retour. Na komm schon, kleine Nussschale. Jetzt geht's ja ab. Und du, wo rein? Chakalaka. Das geht ja richtig ab, ne? Ich sollte wirklich nicht so weit nach draußen segeln. Warum? Geht doch. Läuft. Läuft doch, Mädchen. Läuft doch. Ja, bitte, bitte. Mikrofilo Papazzi. Boah, Ethanus. So, in die Richtung, ne? Da oben ist der Mongo. Den Palast haben wir auch nicht drin, oder? Haben wir das schon drin? Ich weiß gar nicht, ne? Da haben wir schon gebündelt, ne? Hoppala. Wo ist er jetzt? Vielleicht im Tempel. Hallo? Ah. Cassandra, mit guten Neuigkeiten. Es ist unversehrt. Gut gemacht. Jetzt gehört das Tuch dir. Du willst es nicht? Nach all dem? Ich habe heute etwas Wertvolleres bekommen. Für deinen Aufwand, Söldnerin. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das war ein Test. Vielleicht. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag, was hältst du davon, einen Feldherren in Megaris zu töten? Wenn du das tust, verdienst du doppelt so viel wie heute. Bist du der Aufgabe gewachsen? Sie würde dich weit weg von Kefalenia führen. So weit weg, dass du vielleicht nie zurückkommst.
Ich bin keine Mörderin. Es gibt immer ein erstes Mal. Also, was sagst du? Wer ist dieser Feldherr? Man nennt ihn den Wolf. Und er hat dich irgendwie verärgert? Ja, er kostet mich Drachmen. Er ist nicht gut fürs Geschäft. Sollte ich etwas über Megaris wissen? Nur, dass es das wertvollste Land in der griechischen Welt ist, in militärischer Hinsicht, versteht sich. Zum Leidwesen für seine Bewohner hat es zwei sehr mächtige Nachbarn, die sich einfach nicht benehmen können. Beim Tauziehen zwischen Korinth und Athen ist Megaris das Seil. Warum ich? Weil niemand weiß, wer du bist. Du bist unsichtbar. Einverstanden. Bestens. Du wirst ein Boot brauchen. Du hast doch eins, oder? Wenn ich ein Boot hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Eine Schande. Es ist zu weit zum Schwimmen, selbst für dich. Ich finde eins. Gut. Ich hoffe, es ist stabil. Und wieso das? Das Meer wird immer gefährlicher, fürchte ich. Ein Krieg steht bevor und der Wolf steht auf der falschen Seite. Krieg? Gegen wen? Die ganze griechische Welt geht sich an die Kehle. Unter welchem Stein hast du dich in letzter Zeit versteckt? Kephallenia. Und woher weiß ich, dass du auf der richtigen Seite stehst? Weil ich es bin, der dich bezahlt. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn deine Arbeit getan ist, dann komm zu mir zur Anlegestelle der Pilger in Phokis. Phokis? Phokis unten durch das Bündel. Kann man das jetzt tragen, oder wie? Oh, fast Level 8. Why? So, Momento. So. Schaut denn das aus, das Totentuch der Verrückten? Aha, da haben wir schon ein Essenzteilchen gefunden. Ah, okay. Aber wir bleiben mal bei unserem Zeug, ne? Wir müssen noch zum Schmied. Pizmied? Nein, Schmied. Ich brauche ein Schiff. Ich suche den Schiffsbauer auf. Was führt's nie auf? Seid sie deppert? Alter, dann fackelt sie da ab, Alter. Eieiei. So, da hinten ist der Schmied. Schnell hinter. So. Servus. Bist du auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Jo. Für noch Verbesserungen. Mach mal Level 7 oder? Ja. Na komm. Mach raus. Ey, ich bin mir unschlüssig. Ich weiß nicht. Warum bin ich so zögerlich bei der Hinsicht? Verbessern, ne? 400. Ja. Hau raus. Okay. 700. Alter Schwalter. Puh. Was haut mir nicht alles raus? Für Krit. Okay. Das 474 Leder. Alter, ist der. Irre? Okay, 21 Eisenbrocken, das geht noch, ne? Alter Schwede. Kaputt der Dämmerung. Boah. Ja, das wenigstens. Alter Schwede. Der macht mir arm. Wie der Bock der Schwert? Ja, das schaut übel aus, ne? Zu meinem Einholz. Ich danke dir. Ja, ich muss danken, ne? Schmiede,
Quests Inventar. Okay. Das haben wir weg. Start. Ne. Das ist Anfängerschwert und das ist das Ding. Ne? Aber weg den Blunder. Ein Level noch und dann haben wir das. So. Die müssen wir unbedingt aufhalten. Gebote der Dämmerung. Ich weiß nicht, was das ist. Bewegungstempo beim Ducken. Okay. Sehr gut dann. Die zwei Sachen, ne? Attentat. Naja. Minderwertige Ware wirst du hier nicht finden. Verkaufen. Blunder verkaufen. So. Nee, nicht verkaufen. Verbessern. Schön, dich zu sehen. Behalten wir das mal. Und wir gehen jetzt dazu. Der große Bruch. Warte mal. Jetzt nur den Zyklopen jetzt auf. Fertig jetzt oder wie? Warte mal. Ja. Oh, anscheinend haben wir den Zyklopen fertig. Okay. Dann bewegen wir uns dorthin nochmal. Patrizi, Patrizi. Nomini Santi. Da reden. Ein schönes Schiff, Telemenes. Cassandra! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. How much the fish? Ich brauche dringend ein Boot. Jeder auf Kefalinia braucht ein Boot oder eine Überfahrt. Du kennst dieses Drecksloch. Mein ganzes Leben. Selbst wenn du ein Boot hättest, wer würde es rudern? Du? Ich gebe mein linkes Ei, um das zu sehen. Das ist Kefalinia. Hier finde ich immer jemanden, der eine Pechsträhne hat und fast umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Malaka, oh, wie soll mir das helfen? Dieses Monster hält Kefalin ja schon lange genug im Würgegriff. Ich dachte mir, wenn uns jemand von seinem Gestank befreien kann, dann du. Telemenes, was hat das mit meiner Suche nach einem Boot zu tun? Ich habe auch gehört, dass das Schiff des Zyklopen in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Okay, Telemetis. Kann ich sein Schiff nehmen und gleichzeitig den Zyklopen erledigen? Zwei Fliegen, ein Schlag. Uha. Warte mal, wo ist denn der zu Hause?
Quest ist... Oh Mann. Okay, Schnellreise, ja? Ja, Gott sei Dank waren wir schon da unten, ne? Bitte warten. Gute Line. Bitte warten. Gute Line. Bitte warten. Gute Line. Bitte warten. Warte mal, was hast du geschafft? Analysieren das große Krach. Statistik. Keine Ahnung. Und da fliegt er. Chuck, 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 chuck. Der Zyklon. Den nehme ich mir vor. Ein Tunnel. Da waren wir schon drin. Da ist ein Gegner. Au. Da ist der Zyklop, ne? Da haben wir irgendwas markiert, keine Ahnung. Da hinten ist keine Action, oder? Jawohl. Da ist genug Action da hinten. So. Da. Da oben. Ne? Da hinten noch mal gucken. Da ist nichts. Okay. So, Cassandra. Wenn du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ui! Und los geht's. Oh, das war blöd gelaufen. Okay, den können wir mit dem Bauschuss machen. Ihr müsst euch Schutz suchen. Die Pfeile kommen von da hinten. Komm schon, du Depp, du. Steht da. Erst haben wir schon ausdämpft. Oh Mann. Wollte es schön machen. Naja. Sucht uns noch, verdammt. Kleine Bitch. So. Was ist das? Jetzt mal nachsehen. Warte mal, scheiße. Nein, nicht abstürzen. Oh Mann. Naja, wir sehen uns gleich wieder. Scheißlager. Ciao, ciao.